Herzlich willkommen zum Jorland Podcast, dem Podcast für Freelancing und remote Arbeit in der Praxis. Unser heutiges Gästepaar beschreibt sich selbst wie folgt. Ein lebenslustiges Paar in seinen 30ern, das hungrig nach neuen Abenteuern aktuell die Welt bereist. Sie sind beide als digitale Nomaden bzw. Remote Worker unterwegs und beschäftigen sich auf ihrem Blog newworklife.com mit der sogenannten Arbeitswelt 4.0. Wie sie das machen und was sie da so alles an Erfahrungen gesammelt haben, verraten sie uns in der heutigen Episode. Wir sprechen unter anderem auch über ihr Buchprojekt, welche Vor- bzw. Nachteile sie in der remoten Arbeit sehen und welche Berufe wohl besonders für diese neue Arbeitsform geeignet sind. Ein ganz herzliches Willkommen euch beiden, Bea Uhlenberg und Jan Olek. Danke, dass wir hier sein dürfen, André. Ja, moin, vielen Dank. Moin. Und vielen Dank, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr. Danke für eure Zeit und dass ihr das einrichten konntet. Sehr schön. Sehr gerne. Ja, ihr beiden, ich habe so ein bisschen was angeteasert zu euch, aber ich würde euch doch bitten, euch noch mal kurz vorzustellen, dass die Hörer so ein bisschen Eindruck bekommen, was ihr gerade macht, wo ihr aktuell gerade seid und vielleicht wo eure Schwerpunkte im Moment sind, was ihr gerade so an Projekten laufen habt. Ich würde mal sagen, Ladies first, ne? Ja, das dürft ihr beiden doch ganz alleine bestimmen, sozusagen. Okay, dann versuche ich das mal ganz bündig zu meiner Person zu machen. Mhm. Ich komme aus der Nähe von Osnabrück in Deutschland und eigentlich habe ich einen Finanzhintergrund im Corporate-Bereich. Also ich habe ursprünglich für einen Konzern gearbeitet und vor circa 2 Jahren sind Jan und ich auf eine Weltreise aufgebrochen und da ist auch unser Buchprojekt entstanden, Go Remote. Und zuvor habe ich im Marketing gearbeitet für das Unternehmen meiner Eltern und das war aus einer Remote-Position schon heraus, weil ich damals in Ingolstadt gelebt habe, beziehungsweise Jan und ich zusammen, wir sind schon ein bisschen länger zusammen und meine Eltern das Unternehmen in NRW hatten. Und genau, dann habe ich auch immer viel gelesen und war in Facebook-Gruppen unterwegs und bin dann irgendwann so auf das Thema digitale Nomaden gestoßen. Da kam dann eins zum anderen und ja, so sind wir dann halt irgendwann dann auch, weil wir sowieso ortsunabhängig, also Jan auch, da erzählt er gleich noch ein bisschen zu, gearbeitet haben, losgezogen und haben das Reisen angefangen. Ja, schön. Ja, bei mir verhält sich ein bisschen anders. Also bevor wir in Anführungszeichen digitale Nomaden geworden sind, war ich da, glaube ich, so bin ich so durch Deutschland nomadiert, habe da in verschiedenen Gegenden gewohnt, also sowohl im tiefsten Westen als auch im Osten, im Norden und im Süden. Und bin ja letzten Endes irgendwie, glaube ich, im Schnitt wahrscheinlich alle 3 bis 4 Jahre umgezogen. Und dann bin ich seit, also oder bin auch da schon das erste Mal eigentlich mit dem Thema Remote Work zumindest in Kontakt gekommen. Also ich glaube, von digitalem Nomadentum war da 2005, 2006 noch nicht die Rede von, weil ich für ein, heute würde man sagen, Fintech-Startup gearbeitet habe während des Studiums und während meines Auslandssemesters im spanischen Valencia auch dort weiter arbeiten durfte, dann halt quasi remote. Ja. Und das hat wunderbar funktioniert. Durfte ich dann auch während des Studiums dann teilweise im Homeoffice fortführen und so weiter. Das heißt, ich bin da relativ früh dran gekommen, habe das aber dann irgendwann mit dem Einstieg ins, in Anführungszeichen, echte Berufsleben auch wieder völlig aus den Augen verloren, bis ich dann 2015 mit einem Partner zusammen eine Beratungsfirma gegründet habe, die auf das Thema Pricing spezialisiert ist und wir diese auch komplett remote, also mit unserem Team gemeinsam aufgestellt haben. Also das heißt, wir waren da auch verteilt in Deutschland und haben trotzdem zusammengearbeitet und das Ganze hat auch ganz wunderbar funktioniert. Und das läuft auch noch, das Projekt, neben eurem New Work Life und dem Buchprojekt oder ist da... Naja, also grundsätzlich, die Firma, die gibt es tatsächlich noch, allerdings mittlerweile mit einer anderen Ausrichtung und ohne meine Beteiligung. Also wir haben uns irgendwann tatsächlich auseinander dividiert, wie man so schön sagt.
Ja, das entwickelt sich ja manchmal so, ne? Genau, das war eine dynamische Entwicklung, die sich da ergeben hat, was allerdings nicht dramatisch ist, weil wir sind nach wie vor gut miteinander befreundet und arbeiten tatsächlich auch noch zusammen. Also von daher ist das alles gut. Ja, prima. Und wann ging es dann für euch zusammen los jetzt mit New Work Life? Wann hat das gestartet und vielleicht auch so, wie war denn der Impuls, das zu starten? Ja, also ich hatte es ja gerade schon mal kurz angedeutet. Also ich hatte ja remote für das Unternehmen meiner Eltern gearbeitet und war vorher corporate unterwegs. Aus dem Job heraus habe ich tatsächlich gekündigt, weil ich gemerkt habe, Finanzen ist halt überhaupt nichts und habe dann auch so ein Karrierecoaching in Anspruch genommen und dann eben in der Folge remote im Marketing angefangen zu arbeiten. Dann habe ich das für ein Jahr lang ungefähr für meine Eltern gemacht. Das hat auch super geklappt. Also da kann man wirklich gar nichts sagen. Wir sind dann auch immer schon ein bisschen gereist. Aber so richtig quasi dann den Impuls, dass wir auf Weltreise gehen, woraus ja dann auch das Buch entstand oder die Bücherreihe Go Remote entstanden ist, das war eigentlich der Zeitpunkt, als das Unternehmen meiner Eltern leider Insolvenz anmelden musste. Also das war ein bisschen, also eigentlich ziemlich dramatisch sogar. Daraus heraus, also ich bei meinen Eltern zum Beispiel, die standen kurz vor der Rente, die wollten auch Zeit ihres Lebens immer reisen und sind auch ganz viel immer in Afrika unterwegs gewesen und hatten jetzt eigentlich sozusagen geplant, ja, das Unternehmen zu verkaufen und dann kam halt unerwartet eben die Insolvenz und das war dann eben bei Jan und mir der Impuls, wo wir gesagt haben, so der Job war dann ja eh nicht mehr, wir dann den Impuls hatten, okay, wir wollten eigentlich schon die ganze Zeit halt länger weg und eine Weltreise machen. Jetzt ist der Zeitpunkt, ist halt ein Cut, da machen wir das jetzt. Und das war im Jahr 2017, also ungefähr 2 Jahre ist das jetzt her, dass wir mit so einem One-Way-Ticket ganz klassisch nach Thailand geflogen sind. Und hattet ihr von Anfang an diese Idee verfolgt, wie ihr es jetzt macht, oder gab es da irgendwann nochmal einen Wechsel drin, oder war das Projekt eigentlich so auch von Anfang an geplant? Ja, das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Ich hatte tatsächlich immer schon mal den Impuls, dass ich gerne ein Buch schreiben wollte. Allerdings fehlte so ein bisschen die Inspiration, ehrlicherweise. Und als wir dann unterwegs waren, war es so, dass wir ja logischerweise auch viele Menschen getroffen haben, die ebenfalls auf Reisen waren oder die dann auch gesagt haben, boah, ja, cool, irgendwie, ne, so von unterwegs aus arbeiten, das wäre auch total schön, irgendwie, könnte ich mir auch gut vorstellen. Oder Leute, die da irgendwo nach Thailand oder wir waren auch auf Bali gereist sind und gesagt haben, ja, ich gucke jetzt einfach mal, was sich so ergibt, ne? Und ob ich das nicht auch irgendwie miteinander verbinden kann. Ich mache jetzt ein Sabbatical oder ich habe meinen Job gekündigt und so die üblichen Geschichten. Ja. Und da haben wir halt festgestellt, dass unwahrscheinlich viele Menschen einfach auf der Suche sind und noch nicht so richtig wissen, was sie tun sollen und wollen. Und ganz oft sind dann wirklich sehr gut qualifizierte, ich will nicht sagen hochqualifizierte, aber doch zumindest sehr gut qualifizierte Menschen damit geendet, dass sie gesagt haben, so, ja, ich guck mal, ob ich jetzt vielleicht irgendwie einen VA-Service anbiete oder als Sprachlehrer arbeite oder so diese, ich sag mal in Anführungszeichen, typischen Digital-Normal-Jobs, ne? Die haben alle ihre Berechtigung, also ich will die nicht kleinreden, die sind auch sehr wichtig, nur am Ende des Tages stellt sich ja die Frage, wenn jetzt jeder anfängt als VA irgendwie seine Dienste anzubieten, dass da nicht der Markt dann irgendwann gesättigt ist und die Leute trotzdem dann auch keine Aufträge mehr bekommen, beziehungsweise sich für sehr, sehr kleines Geld verdingen. Und das haben wir zum Anlass genommen, dass wir gesagt haben, Mensch, es muss doch auch möglich sein mit den Ausbildungen, die Menschen teilweise hatten oder in auch... ich sag mal, ja, sehr qualifizierten Berufen ortsunabhängig zu arbeiten. Und dann haben wir recherchiert und sind in der Liste von 200 Jobs aufgekommen, wo wir gesagt haben, okay, krass, da gibt's ganz schön viel, was man so remote alles machen kann. Und haben dann gesagt, aber wir müssen ja irgendwie auch einen Proof dahinter bringen, ne? Also was bedeutet das halt irgendwie, dass die das Angebot machen, arbeiten die wirklich online und wie funktioniert das Ganze? Und dann haben wir angefangen, die Menschen zu kontaktieren und zu interviewen, ne? Ja.
Also dass es eben nicht eine reine Auflistung ist von irgendwelchen Jobs, die irgendwer irgendwo mal ins Netz gestellt hat, dass er so arbeitet, sondern dass ihr wirklich mit den Menschen ins Gespräch kommt und mit denen praktisch erarbeitet oder darüber sprecht, wie sie remote aufgestellt sind. Habe ich das so richtig interpretiert? Ja, genau. Also die Liste ist dann auch geschrumpft. Also letzten Endes sind jetzt noch genau 88 Berufe übrig. Und da haben wir dann eben wirklich im Internet viel recherchiert, wer denn den jeweiligen Beruf tatsächlich ortsunabhängig ausübt. Also das war teilweise gar nicht so leicht, die zu finden. Mhm. Wir haben viel über Facebook-Gruppen geschaut und mit eindeutigen so Schlüsselwörtern auf Google und waren dann jedes Mal total happy, wenn jemand gesagt hat, dass er uns ein Interview gibt. Mhm. Und da haben dann uns, also wir nennen dann diese Personen auch Role Models, weil für uns haben die halt Role Model Charakter, weil sie halt vorleben, wie das Ganze ortsunabhängig funktioniert und haben uns dann eben verraten, was ihre Motivation war, welche Stolpersteine sie am Anfang hatten und wie sie die ganzen Herausforderungen dann gemeistert haben, um am Ende des Tages auch ihren Lebensunterhalt ortsunabhängig im jeweiligen Beruf finanzieren zu können. Ja, klasse. Hört sich unheimlich umfassend an und wenn man sich bei euch auf dem Blog bewegt, sieht man auch, ich weiß nicht, wie viele Beiträge und wie viele Möglichkeiten sich da zu informieren, schon auf eurem Blog. Und ich selbst habe die Bücher noch nicht angeguckt, Schande über mein Haupt, aber das ist halt auch für uns immer viel, wenn man, ne, also wenn ich jedes Buch von jedem Gast lesen wollte vorher, also das schaffe ich nicht. Also ich weiß, in den Fernsehshows und so, die kriegen dann so eine Zusammenfassung, da liest irgendeiner aus dem Team, liest das dann und dann, so weit sind wir noch nicht bei Churland. Also ich habe noch keinen Reader bei mir, ja, mal gucken. Nein, ich informiere mich natürlich drüber oder habt mit den Gästen wie mit euch auch ein kleines Vorgespräch, dass man da ein bisschen Einblick hat. Aber ich stelle mir das eben unheimlich umfassend vor, was ihr da zusammengetragen habt. Also es sind ja auch mittlerweile 3 Bücher, habe ich das, ist richtig, ne? Korrekt, ja. Also die habt ihr aber auch irgendwie unterteilt, ne? Wollt ihr das nochmal so ein bisschen aufschlüsseln? Die Idee war tatsächlich, ein Buch zu schreiben. Und dadurch, dass wir wirklich sehr viele Interviews geführt haben, sehr viele weitere Informationen auch zusammengetragen haben, also sprich auch so wirklich mal klassische Basis da, ne? Was musst du überhaupt können, damit du einen gewissen Job ausüben kannst? Brauchst du eine Ausbildung oder ein Studium oder nicht? Und welche Möglichkeiten hast du, über welche Plattformen kannst du Jobs finden, etc. pp. Also so, ne, einfach mal so ein Leitfaden, dass du weißt, okay, das und das kann ich machen und egal ob angestellt oder selbstständig, damit kann ich loslegen. Und das war wirklich so viel, dass das nicht mehr zwischen 2 Buchdeckel letzten Endes passte. Also wir sind teilweise, da muss ich auch sagen, dass ich da wahrscheinlich auch maßgeblich für verantwortlich war, in so einen Rausch geraten, dass wir gesehen haben, für immer mehr Berufe, dass es Leute gibt, die das ortsunabhängig machen und die wollten wir dann alle interviewen und dann haben wir so viele Leute noch angeschrieben und haben so viele Zusagen dann auch bekommen, was wir niemals erwartet hätten, weil unsere Interviewpartner auch von der ganzen Welt kommen und wir haben immer gesagt, wir sind halt aus Deutschland, unser primärer Markt ist der deutsche Markt und wir hätten niemals gedacht, dass auch so viele Amerikaner zum Beispiel mitmachen würden, weil das ja erstmal für die, dann sind sie halt in Deutschland veröffentlicht, ja toll, so, ne? Also da war eine ganz große Resonanz und dadurch ist das total viel geworden am Ende des Tages und Jan wollte dann wahrscheinlich noch fortsetzen. Genau, und dann passt das Ganze nicht mehr zwischen 2 Buchdeckeln und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Streichen wir raus oder können wir es irgendwie anders clustern? Also wir haben das auch mit einem kleinen Verlag gemeinsam herausgebracht, den Wenn ich jetzt. Okay. Und sind dann mit unserer Lektorin da in die Bütt gestiegen und haben das ganze Thema diskutiert und sind dann am Ende damit mit der Idee rausgekommen, dass wir das in 3 Teile aufgliedern und wo sich jeder Teil quasi an eine, wie soll man sagen, Grundausrichtung orientiert. Ne? Also sprich, wenn du kommunikativ oder sozial veranlagt bist, dann gibt es da ein Band für, wenn du eher so der technisch zahlenorientierte Mensch bist oder die mit Organisation zu tun hast, also da ist auch dann der Bereich VA drin beispielsweise, dann ist das ein Band oder dann wirklich so eine Art Kreativband. Ne? Und für Leute, die gerne texten, genau. Kreative und Texter.
Habt ihr vielleicht mal so zwei, drei Beispiele für untypische remote Arbeit, also VA und IT-Entwickler und Webdesigner und sowas, ich glaube, das kennt fast jeder, der sich so ein bisschen damit auseinandersetzt oder mal guckt. Und das werden wahrscheinlich auch die ersten Google-Beiträge sein, die so erscheinen, wenn man das Thema sich dem Thema annähert. Aber was waren so vielleicht zwei, drei Berufe, die besonders herausstechen oder auch, wo ihr gesagt habt, Mensch, also das war für uns so ein irrer Moment, wo wir gedacht haben, wow. Ja, also wie du schon sagtest, also ne, man hat so 10, 20 Berufe, wo man so sagt, okay, das sind halt so die Standardberufe. Das war ja auch wirklich der Antrieb für Jan und mich zu sagen, hey, wir machen jetzt halt diese Bücher, weil es gibt viel, viel mehr Berufe noch darüber hinaus, die sich alle auch ortsunabhängig ausüben lassen, was nur noch nicht so viele Menschen eben tun. Und für uns waren so ein paar, wir haben jetzt mal so drei, vier Berufe rausgesucht, wo wir echt dachten, so krass, ich mache mal den Anfang. Und zwar haben wir aus den USA einen Radiologen gefunden, Mike. Mike ist sozusagen, hat so den typischen amerikanischen Traum gelebt. Also war Paperboy früher, ist Immigrant und ist jetzt halt, zweifacher Business Owner und ist Radiologe mit zwei Firmen. Mit der einen Firma bietet er quasi an Krankenhäusern, Kliniken und anderen Firmen oder Organisationen, dass er, wenn jetzt in dem Krankenhaus ein MRT oder ein CT gemacht wird, dass das Bildmaterial davon nicht im Krankenhaus ausgewertet wird, sondern dass die das dann zu Mike und seinem Team schicken. Und die sitzen dann irgendwo und werten das aus und schicken dann den Befund oder die Diagnose zurück eben zu der Klinik. Und die andere Firma von ihm, die richtet sich an Privatpersonen, die heißt Second Opinion. Und das ist im Prinzip nichts anderes als eine Zweitmeinung einholen. Auch da kann ich dann, wenn ich eine Diagnose vom Arzt bekommen habe, kann ich die Diagnose oder auch mein Bildmaterial dann an Mike und sein Team schicken. Und die geben dann eine Zweitmeinung dazu ab. Und Radiologe ist eigentlich echt, wird man jetzt vielleicht auch nicht sofort drauf kommen, aber ist eigentlich perfekt geeignet, um das Ganze ortsunabhängig zu machen. Wenn man dann eben auf der anderen Seite ein Krankenhaus oder eine Klinik hat, wo man dann die Patienten sozusagen durch die Röhre einmal durchlaufen lässt. Ja, auch mit der zweiten Meinung finde ich eine total spannende Idee. Also das ist ja für die Leute total wichtig und sehr interessant, glaube ich, für die Leute auch. Also das ist ja eine richtige Marktlücke, würde ich da fast sagen. Genau. Weil wie viele Leute sagen, ja, ich hätte gerne eine zweite Meinung, aber dann nochmal 8 Wochen warten, bis ich den Facharzttermin habe, den nächsten, und vielleicht noch 100 Kilometer weiterfahren und was weiß ich. Also das schreckt ja viele dann auch ab und klar auch die Kosten oder wie auch immer das dann läuft. Aber das finde ich eine richtig klasse Idee. Sehr besonders, sehr. Ja, genau. Das kommt ja auch nochmal hinzu, ne? Also die Kosten sind dafür ja dann auch nochmal geringer, weil das Ganze auf virtueller Basis funktioniert. Und spannend ist ja auch, dass jetzt Mike mit seinem Team nicht auch irgendwie zusammen in einem Büro sitzt, sondern die Leute sitzen auch verteilt in den USA, ne, und arbeiten von zu Hause aus letzten Endes. Ne, was cool ist. Ja, also in den USA ist es halt auch gut möglich, weil du sowieso ein MRT selbst zahlen musst, so ungefähr. Das ist ja in Deutschland mit der Kassenzulassung wieder schwierig. Ich habe gerade gestern ein Interview geführt mit einer Diplompsychologin, die remote arbeitet. Finde ich auch spannend. Das ist eben über die Kasse auch nicht möglich. In Belgien, hat sie mir erzählt, ist das anerkannt und ist über die Kasse abrechenbar. Also da ist echt schon auch was unterwegs, im Gange, ne? So, Ja, das ist ja genauso, wie die Niederlande das Recht auf Homeoffice gesetzlich verankert haben zum Beispiel, ne? Also das ist ja auch mega spannend, aber das schweifen wir jetzt auch ab. Ja, wir schweifen ab, genau. Aber das war jetzt so die vom Gesundheitssystem, ne? Das ist ein spannender Aspekt, sehr, sehr klasse, der Radiologe, ja. Ja, Jan, hast du noch einen? Ja, ich habe, was ich persönlich sehr spannend fand, war, dass du auch durchaus als Ingenieur sehr gut ortsunabhängig arbeiten kannst, was man vielleicht auch nicht auf den ersten Blick glaubt, weil man stellt, also einerseits, klar, ne, die Leute sitzen am Computer und machen was am Computer, aber andererseits basteln die vielleicht auch mal irgendwo dann rum, jetzt mal sehr platt ausgedrückt.
Und dann haben wir diesen Entwicklungsingenieur gefunden. Ich glaube, der kommt ursprünglich aus Kanada, ne? Jason heißt er. Und Jason hat ein Ingenieurbüro, kann man sozusagen sagen, ein virtuelles, mit, ich glaube, 60 Mitarbeitern oder sowas mittlerweile. Boah, Wahnsinn. Die machen alles von der Konzeption bis am Ende sogar hin zur Serienfertigung und das Ganze komplett remote. Weil die arbeiten halt, also machen natürlich mit ihren CAD-Programmen die Entwürfe, dann jagen die das Ganze in 3D-Drucker, bauen sich daraus dann quasi die Prototypen und wenn das dann alles passt, dann können die das sogar noch, ich glaube in China oder so, in die Massenfertigung geben. Ja, Wahnsinn. Ja. Verrückt. In welchem Bereich bauen die dann quasi? Also er hat, meine ich, auch zwei Firmen. Mit der einen Firma, da bin ich mir sehr sicher, wenn du jetzt, André, wenn du jetzt eine Idee hast, das kann so klein oder groß sein, entweder geschäftlich oder auch privat, dass du sagst, ich möchte jemandem ein Geschenk machen. Und man kann ja heutzutage sehr, sehr viel mit einem 3D-Drucker ausdrucken. Ja. Also man kann ja auch in verschiedenen Materialien drucken, zum Beispiel auch in Gold oder so. Das könnte jetzt auch... jetzt mal ganz blöd gesagt, ein Schmuckstück oder was weiß ich sein oder irgendeine andere technische, also er ist eher so technisch orientiert, dann würde Jason mit seinem Team für dich erstmal eine technische Zeichnung anfertigen, das dann abstimmen, ob das alles passt und dann hat er halt auf der ganzen Welt seine Dienstleister, wo er dann das Ding drucken lässt, das wird dir verschickt und wenn du dann sagst, okay, es ist jetzt doch nicht der Ring für meine Freundin, sondern es ist jetzt irgendwas, wo halt das in Masse gefertigt werden soll, dann würde er eben auch die Serienproduktion für dich übernehmen. Ja, cool. Ja, wir hatten nämlich Roman bei uns im Interview und der ist auch Ingenieur und der macht eben auch so für diese hier 3D-Drucker, beziehungsweise nicht 3D-Drucker, für die hier Spritzguss und so weiter, macht er solche Models praktisch, die er dann praktisch herstellt und auch wieder über einen 3D-Drucker dann vorfertigen lässt, auch bei verschiedenen Partnern und eben dann für die Kunden eben das dann produziert, beziehungsweise er hat auch ein eigenes Label, wo er dann, ich weiß, dass er so 3D-Fliegen ausdruckt und also hier fürs Hemd, ne, so Herrenfliegen und solche Geschichten und aber auch Skulpturen und sowas macht er auch eben auch sehr, sehr, also das Künstlerische und das Ingenieurwesen praktisch zusammengebracht hat. Auch cool. Ja, schön. Macht er das remote auch? Ja, macht er auch remote. Also das war auch durch einen Zufall haben wir den gefunden, genau. Irgendein Kontakt aus dem Team war das. Cool. Sehr cool. Ja. Vielleicht noch einen ganz kleinen Exkurs würde ich machen, das gibt es leider nicht mehr, aber das war das, was mich mega krass geflasht hat. Würdest du denken, dass du den Beruf des Bäckers ortsunabhängig ausüben kannst? Nee. Also, ja gut, wäre man dann im Rezeptbereich oder eben solche Geschichten, ne? So, ja. Ja, und das war so krass. Wir haben jemanden in den USA gefunden, Marisa heißt die gute Frau, und die hat quasi genau das gemacht, ne? Also deren Eltern hatten mal einen Backshop sozusagen und sie selbst hat bei PepsiCo gearbeitet, sehr erfolgreich und alles cool, aber irgendwann hatte sie keinen Bock mehr da drauf und hat gesagt, ja, ich mache irgendwas anderes und ihre Eltern hatten aber den Backshop schon geschlossen und es gab einen Bestseller, das waren so spezielle Cookies, die die gemacht haben und die sind wohl mega über die Ladentheke gegangen und dann ist sie hingegangen, hat das Rezept also sich genommen und hat sich damit tatsächlich eine Remote-Infrastruktur aufgebaut, wo sie gesagt hat, okay, ich suche mir jetzt X Bäcker, die das Rezept umsetzen. Ne? Das hat sie auch mit denen dann wirklich erprobt und so. Das war jetzt auch nicht ganz so simpel, erstmal der Aufbau der Prozesse. Und sie hat sich dann um das Online-Marketing gekümmert und so weiter. Ne? Und das konnte sie aber dann wiederum von überall aus machen. Ne? Also das heißt, letzten Endes die Kekse vermarktet. Und die Bäcker haben die dann lokal irgendwo gebacken und dann gegebenenfalls entweder konnte der Kunde die beim Bäcker direkt abholen oder die wurden entsprechend verschickt. Zum Kunden geschickt. Ne? Und das ist halt auch echt mega. Ja, also, auch cool. Einfach diesen Changer zu haben, es geht anders. Ne? Also, es geht remote, wenn ich das will. Ich muss es halt ein bisschen von der anderen Seite betrachten. Ja. Ja, cool. Ja, spannend. Also ne, Radiologe, Bäcker, Ingenieur, das sind ja, also da würde...
wahrscheinlich 95% der Leute würden sagen, nee, Remote hat nichts damit zu tun. Ne? Ja. Ja, vielleicht noch ein Beispiel, ja, gerne. Was vielleicht der eine oder andere schon kennt, aber was auch noch sehr unkonventionell ist, der Beruf Stylist. Da haben wir Tia aus Bulgarien und die hat auch Kunden auf der ganzen Welt und verpasst denen sozusagen neues Styling. Und das funktioniert dann auch viel über Webcam und sie lässt sich dann Fotos von den Kunden zuschicken und ja, guckt dann eben, was sind das für Farbtypen, was haben die für eine Körperform. Ne? Da hat sie so Tools, wie sie das dann auswertet. Und das Schöne ist, da kann man ja auch die ganze Wertschöpfungskette sozusagen ihres Service-Portfolios von der Analyse über, dass sie dann Moodboards erstellt für die Kunden, bis hin, dass man auch so Shoppinglisten erstellt oder auch das dann direkt im Namen der Kunden einkauft, ne, über einen Webshop, okay, alles möglich, okay, und ihn dann schicken lässt. Ja, 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 cool. Ja, das kann auch. Ja, auch crazy. Echt, also die Ideen, das ist verrückt heute, oder? Das ist so, ja, Arbeitswelt 4.0 plus ist das schon irgendwie so, dass einfach da das nochmal ein Level heben sozusagen und da einfach nochmal vom Mindset auch nochmal ganz anders dran zu gehen. Ne? Ja, vor allen Dingen ist das Spannende, weil es ja teilweise auch so ein bisschen Hands-on-Jobs eher sind, ne? Und nicht die rein klassischen Bürojobs, ne, die du wahrscheinlich zu 95% also digitalisieren kannst, in Anführungszeichen, und von überall aus machen kannst. Ja, nur da ist es ja auch, da geht es ja auch so drum, dann auf Unternehmensebene das auch umsetzen zu wollen. Ne? Ja. So, also nicht nur, klar ist es möglich und im Prinzip arbeiten die Leute remote an ihrem Schreibtisch, aber eben in dem Betrieb. Ja, so. Und sie könnten ja auch das Ganze zu Hause remote arbeiten. Also wie viele papierlose Büros gibt es schon oder papierarme? Und warum dann nicht auch remote? Ne? Weil es ja einfach für viele Leute auch nochmal eine ganz andere Wertigkeit so im Leben hat, also unter dem Stichpunkt Work-Life-Balance. Wie ist das bei euch? Welche Vor- oder Nachteile oder Herausforderungen seht ihr durch die remote Arbeit? Habt ihr mittlerweile auch schon Leute wie Ace oder sowas im Team mit drin oder macht ihr das noch komplett alleine, ihr beiden? Wie ist das bei euch so? Also so unter dem Stichpunkt Vor-Nachteile, remote Arbeit. Auch eine gute Frage. Ich würde nochmal ganz kurz einen Exkurs machen wollen. Ja. Weil du sagtest, die Leute sitzen im Büro und arbeiten dann vom Büro aus zusammen. Und also ich habe noch einen sozusagen Zweitjob als Pricing Consultant. Und im Zuge kenne ich es halt auch sehr gut, dass du, also dass die Kunden sind meistens auch größere Unternehmen dann, die dann sagen, ja, nee, komm, dann komm mal bei uns vorbei, ne, setz dich bei uns ins Büro und dann kannst du das von dort aus machen, ne? Und dann fährst du dahin und arbeitest dann mit denen zusammen oder willst mit denen zusammenarbeiten und dann hast du, ja, der Ansprechpartner macht heute Homeoffice. Ja. Und dann, ja, wie cool. Dann setzt du dich bei denen ins Büro und arbeitest quasi mit dem Ansprechpartner aus dem Homeoffice zusammen. Auch nicht schlecht, ja. Ey, hätten wir auch einfacher haben können. Ich hätte mich ja nicht jetzt ins Flugzeug setzen müssen. Hinreisen und so weiter. Und was das Geld und Lebenszeit und Energie kostet am Ende des Tages. Ne? Also das ist mir nicht nur einmal passiert. Und wenn du dann mal deinerseits hingehst und sagst, ey Leute, ganz ehrlich, ob ich jetzt bei euch bin oder ob ich jetzt irgendwo sitze, völlig egal, wir brauchen eine stabile Internetleitung, vielleicht brauchen wir noch eine Telefonleitung und dann funktioniert das Ganze. Ne? Ja. Dann sind sie immer so, ne? Und war auch ein Grund für mich zum Beispiel jetzt bei meinem letzten Projekt, das Projekt tatsächlich dann nicht zu verlängern, dass ich gesagt habe, ich sehe da gar keinen Sinn drin, dass ich jedes Mal zu euch komme und irgendwas mit euch zusammen mache, weil das ist total ineffizient und kostet eigentlich viel zu viel. Lasst uns das Ganze auch remote machen. Und so punktuell, dass wir Workshops zusammen machen und so, ne? Und können wir ja machen, aber am Ende des Tages war mir das Commitment nicht stark genug und dann habe ich gesagt, gut, dann müsst ihr halt irgendwie alleine klarkommen. Also,
Da ist schon noch ordentlich Luft nach oben hin, ne? So auf unternehmerischer Seite, finde ich auch. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt auf die Vor- und Nachteile eingehen, also ich würde mal zumindest einen Vorteil, den ich da drin sehe, nennen. Denn es geht ja letzten Endes darum, ich kriege es halt, wie gesagt, von größeren Unternehmen sehr viel mit, die haben alle gerade massiv Probleme, Personal zu finden. Qualifiziertes Personal und vor allen Dingen auch Personal in Berufen, die möglicherweise eher online-lastig sind, ne? Also ich denke mal so an Shop-Managers oder an Online-Marketer und so weiter. Da finden die halt nichts und gehen dann hin und locken die Leute mit sehr, sehr hohen Gehältern und irgendwelchen Statussymbolen in die Provinz dann auch teilweise. Wundern sich aber dann, dass sie nach ein, zwei Jahren wieder kündigen und weiterziehen. Und wo ich denke, wahrscheinlich wäre es einfacher, wenn das Unternehmen, das irgendwo im Allgäu sitzt, einen Mitarbeiter in Berlin einstellt, aber den remote arbeiten lässt. Und der kommt dann halt punktuell mal in die Firma, um natürlich, es macht ja immer Sinn, dass du auch den Touchpoint zum Team hast und sowas halt auch persönlich. Aber nicht, du brauchst ihn halt nicht dauerhaft, ne, weil die Arbeit eh virtueller Natur ist. Und da denke ich also, wenn die Unternehmen da anfangen umzudenken, und das ist auch so ein bisschen tatsächlich unsere, wie soll ich sagen, Mission, ne? Dass wir diese Thematik gerne näher bringen wollen und sie dafür öffnen wollen, dass sie da einfach Riesenpotenziale hätten. Ja. Um, wie gesagt, Mitarbeiter zu finden. Und Talente ist ja quasi die eine Seite der Medaille. Also das geht ja noch weiter, wenn wir über Vorteile sprechen. Wenn jetzt ein Büro zum Beispiel kein Office oder ein kleineres Office nur noch vorhält, dann spart der Arbeitgeber ja auch enorme Kosten dadurch. Ja. Ne? Also ich meine, Büroräume gerade auch, wenn man dann an attraktivere Standorte geht, weil man sonst halt eben das Mitarbeiterproblem hat. Ich denke jetzt gerade auch an Berlin oder Frankfurt, München, Hamburg, da Büroräume anzubieten. Das ist ja durchaus mit hohen Kosten verbunden. Und auf jeden Fall. Ich werde desto höher die Kosten. Und es sind ja nicht nur die Büroräume an sich, sondern da kommt vielleicht auch noch irgendwie Kosten für Parkplätze, dann die ganzen Betriebskosten, ne, die ich habe, wenn halt Leute heizen oder was weiß ich, zur Toilette gehen oder. Ja, klar, natürlich. Ne? Ja, und die Ausstattung auch von so einem Büro, ne? Ja, das richtig. Ist da Geld verbrannt, ja. Ja. Genau, es geht halt eben noch weiter. Und auf der anderen Seite für den Mitarbeiter, ne, kann man eben auch die Kostenbrille sich mal kurz aufsetzen. Und auch der profitiert dadurch, weil wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt eine junge Familie bin oder so, oder auch eine Single-Person, ich kann ja dann auch an einen Ort ziehen, wo halt eben nicht die Mietpreise so hoch sind für eine Wohnung oder wo auch die Lebenshaltungskosten generell geringer sind. Zum Beispiel, wenn ich dann ja eben in ein anderes Land gehe, wo man eben weniger Miete oder weniger auch für Lebensmittel zahlt. Genau, also da habe ich eben diese Freiheiten, wenn ich ortsunabhängig arbeite. Ja. Oder eben in Deutschland wirklich in Randgebiete ziehen. Erstens kann ich in die Natur, das wollen ja auch viele Menschen. Ja. Und bin im Randgebiet, bin nicht unbedingt darauf angewiesen, zwei Autos zum Beispiel zu haben als Familie oder. Also es gibt so viele Punkte, was dann wiederum auch dazu beiträgt, wieder eine andere Ökobilanz auch darstellen zu können. Ne? So, also wenn ich dann als Familie nur noch ein Auto habe und nicht jeden Tag irgendwie eine Stunde An- und Abfahrt habe, das ist doch, was spart das an Energiekosten und also so auch im Allgemeinen, ne? Ich verbrauche weniger Benzin und so weiter und so fort und es spart eben auch an tatsächlich auch Cash in der Kasse bei jedem Einzelnen. Absolut. Ja. Und das Pendeln war tatsächlich auch, wir haben ja jetzt über 60 Menschen interviewt und Pendeln war wirklich ganz oben auf der Liste an Dingen, die genannt wurden, warum Leute remote arbeiten, was das eben wegfällt. Okay. Ja. Mhm. Also ich habe da auch ein schönes Beispiel so aus meiner Vergangenheit. Wir haben in Ingolstadt gewohnt und wenn ich dann Termine in München hatte morgens, vor allen Dingen so gegen 9 Uhr, dann, also muss man sagen, normalerweise fährst du die Strecke Ingolstadt-München innerhalb so ungefähr von 45 Minuten, vielleicht eine Stunde, ne? Ist man halt da mitten in der Stadt. Wenn du allerdings morgens um 9 einen Termin hast, dann gehst du auch gerne schon mal um 7 Uhr aus dem Haus und setzt dich ins Auto, weil du halt eine Stunde lang noch zusätzlich im Stau stehst, ne? Und das ganze abends dann auch wieder zurück. Also München ist ja die Pendlerhauptstadt Deutschlands. Und wo man sich einfach denken muss, so,
Das ist so irrsinnig, ne? Also wie viel Zeit und wie du auch sagtest, ne, Energie da verschwendet wird. Verheizt wird letztendlich, ja. Ja. Genau. Das finde ich eben auch. Das ist wirklich krass. Und für mich ist immer so am wichtigsten, aber das ist auch so eine persönliche Geschichte, wie viel Lebenszeit geht da drauf, ne? So. Absolut. Die ist einfach unwiederbringlich weg. Ja. So. Ja. Habt ihr bei euch so persönlich jetzt auch irgendwelche Herausforderungen oder Nachteile, wo ihr sagt, ja, das wäre halt anders, wenn es vor Ort wäre? Habt ihr da Punkte oder ist das eher, habt ihr da nichts? Also generell, das ist witzig, weil wir jetzt auch die Tage ein Interview für den Dumont Verlag gegeben haben und da kam eine echte Frage, ob wir das Büro vermissen würden. Also das haben wir ganz klar beneint. Das vermissen wir nicht, das Büro. Wir sprechen eigentlich immer ganz gerne in dem Kontext von Herausforderungen, also nicht wirklich Nachteilen, sondern weil wir der Meinung sind, dass es immer stark auch am Einzelnen, von dem Einzelnen abhängt. Ein Thema bei vielen, was ich schon öfter gehört habe und wo ich selber auch immer quasi mir das bewusst machen muss und ein bisschen dran arbeiten muss, ist das Thema soziale Isolation. Also wenn man jetzt quasi hergeht und theoretisch, wenn ich im Homeoffice arbeite oder remote, ne, und dann im Homeoffice sitze, muss ich theoretisch ja den ganzen Tag gar nicht das Haus verlassen. Ja, also ich arbeite zu Hause, ich kann zu Hause mir ein YouTube-Video anmachen, dann ein bisschen damit Sport machen, dann kann ich mir Essen nach Hause bestellen oder auch liefern lassen vom Supermarkt. Sprich, ich habe da gar keine Notwendigkeit mehr, nach draußen zu gehen. Und wenn ich das dann halt ein paar Tage so durchziehe und dann vielleicht auch ein Typ bin, der eher extrovertiert ist, da fühlt man sich dann auch irgendwann einsam. Deswegen muss man da, und jetzt kommen wir wieder zu dem Herausforderungscharakter, weil es ist nicht wirklich ein Nachteil, weil ich kann das ja aktiv beeinflussen, ja. Ich kann ja quasi hergehen und mich dann mit Freunden, Bekannten verabreden, zum Mittagessen, zum Abendessen oder ich mache eben Sport zu gewissen Zeiten. Ich kann auch an Örtlichkeiten gehen, wo ich auf Menschen treffe, zum Beispiel in Coworking Spaces. Ich kann in Cafés gehen, wo halt viele Freelancer sind. Also da gibt es auch einen Blogartikel drüber, wo dann Leute quasi die besten Cafés für Freelancer dann ranken in verschiedenen Städten. Genau, also da kann ich aktiv sozusagen auch dran arbeiten, dass es nicht so ist, dass ich mich einbringe. Ja. War gerade gestern in dem Interview mit der Psychologin eben auch Thema, ne? Die soziale Isolation, klar. Das ist, weil da wollten wir eben auch mal drauf gucken, was gibt es denn für Stolpersteine eben zum Thema psychologische oder seelische Gesundheit für Remote Worker. Ist auch eine ganz spannende Folge geworden, wird demnächst dann veröffentlicht, gerade speziell zu dem Thema. Und ich finde, das ist auch eine Herausforderung, wie du es auch sagst, für dich, aber für mich genauso. Also da eben auf sich zu achten und hinzuspüren und hinzuhören, dass man da nicht irgendwie in so eine, ja, ich sperre mich jetzt mal in meine vier Wände ein, wie auch immer die aussehen. Gleichzeitig ist das natürlich auch ein Riesenvorteil, ne, wenn man so isoliert arbeiten kann, weil man hat einfach die Zeit, sich auf seine Konzepte und so zu konzentrieren und letzten Endes keine Ablenkung, ne, was ja auch wiederum gut ist, ne, wenn ich das jetzt vergleiche so mit meiner Büroerfahrung, da kommen viele Leute mal reingestürmt, die dann irgendwie, holter die Polter irgendwas wollen oder wollten, besser gesagt, und wo du denkst, oh Leute, lass mich doch einfach mal in Ruhe, und es ist ja noch nicht so Common Sense, dass man seine Kopfhörer aufsetzt und sagt, okay, ich bin jetzt hier in meinem Tunnel und lass mich alle in Ruhe, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade Informatiker ist. Ne? Also ich habe lange als leitender Erzieher gearbeitet in Kita-Tageseinrichtungen und da habe ich wirklich ein Türschild gehabt, ne? Bitte nicht stören. Oder im Moment gerade Meeting oder irgendwie sowas. Also und dann war auch klar, dass weder Mitarbeiter noch Eltern da reinkommen und irgendwie mich unterbrechen. Weil gerade wenn du an so konzeptionellen Dingen arbeitest, ich meine, wenn ich eine Abrechnung mache, okay, da kann ich vielleicht in der Zeile verrutschen bei Excel oder was, fange ich da halt wieder an. Aber wenn ich in so konzeptionellen
Projekten drin bin und da gerade meine Gedanken sortiere oder irgendwelche längeren Briefe verfasse oder solche Geschichten. Also das, da muss ich einfach konzentriert arbeiten können. Ja. Und ich kann nicht alles verlagern auf außerhalb der Öffnungszeiten. So, das ist ja ein Grund zum Beispiel, das wissen auch viele nicht, warum die Behörden eben einmal in der Woche zu haben. Ja. Weil da ständig Publikumsverkehr ist. Ne? So, das, man ärgert sich dann sozusagen als Bürger, aber wann sollen die das machen? Ne? Ja. Die müssen ja auch irgendwann mal die Anträge bearbeiten, ja, die da ständig alle eingegangen sind. Ja. Ja, interessant, das wusste ich noch gar nicht. Ja. Ja, macht, so. Macht Sinn. Ja. Ich würde gerne noch mal eben kurz den Bogen zurückschlagen, weil ich glaube, sonst haben wir die Frage, sonst wirkt das so, als wenn wir die übergangen hätten. Du hättest gefragt, wie unser Setup ist, ob wir es alles zu zweit machen oder wie genau wir weiter eingebunden haben. Da hätte ich jetzt auch noch mal nachgehakt, wie es da aussieht. Ja, das ist, ich gucke dann schon immer, dass ich auch meine Antworten erhalte hier. Ja, keine Sorge, wir wollten uns nicht vor der Antwort drücken. Nein, um Himmels Willen, nee. Ja, aber also letzten Endes ist das Setup tatsächlich so, dass wir alles hört sich auch mal gut an, alleine machen. Wir sind da so ein bisschen autistisch veranlagt. Wir wollen zumindest erst immer mal die Dinge verstehen, die wir so tun. Aber holen uns dann auch immer punktuell Unterstützung dazu. Also dann tatsächlich in Form von VAs, wo es dann halt auch mal darum geht, Themen zu recherchieren oder auch mal Analysen durchzuführen oder sowas halt, wenn es speziellere Themen gibt oder so. Also sprich da, wo wir dann an unsere Grenzen kommen und sagen, hey, das wird jetzt aber auch holprig oder zu viel oder so. Das machen wir dann, geben wir dann halt auch gerne mal raus. Aber vorher wollen wir halt schon immer so, ja, letzten Endes wissen, in welche Richtung das geht, weil es nichts Schlimmeres, als wenn du jemanden briefst, ohne selbst Ahnung davon zu haben, was du haben möchtest, sozusagen. Ja. Naja, also unterm Strich macht sich das bezahlt, eine gute Einarbeitung oder eine gute Auftragsvergabe zu machen, ne? Ja. Dass dann auch klar ist, was passieren soll. Habt ihr da vielleicht nochmal so ein, zwei Hacks, wo ihr sagt, das hilft uns immer, um eben ortsunabhängig mit dann, wenn es auch kurzfristig ist, Teammitgliedern sozusagen zu halten? Was nutzt ihr da? Wie macht ihr das? Ja, wir haben, also letzten Endes haben wir so ein kleines Netzwerk an Leuten, auf die wir so zugreifen können. Also das heißt, das funktioniert schon immer ziemlich gut, ehrlicherweise. Da sind wir, also zumindest hatten wir noch nicht die Situation, dass jemand gesagt hat, nee, wir können dir jetzt nicht weiterhelfen. ansonsten, was halt auch immer funktioniert, je nachdem, wenn du jetzt auch sagst, okay, das ist jetzt halt vielleicht eine zu Dulli-Arbeit in Anführungszeichen, da willst du also auch niemanden mit belästigen. Tatsächlich auch, das haben wir auch schon gemacht, über Upwork zu gehen und da einen Ausschau zu halten nach jemandem oder Fiverr haben wir auch schon genutzt, logischerweise halt, aber tatsächlich für kleinere Sachen dann halt. Genau, also Fiverr nutzen wir immer ganz gerne so für Transkripte. Also wir haben ja auch für den Blog und machen wir auch viele Audio-Interviews und bevor wir uns dann jetzt selber da hinsetzen und das transkribieren, das sowas vergeben wir dann gerne über Fiverr. Ja. Da haben wir auch zwei, aber tatsächlich hat sich herauskristallisiert, dass wir zwei feste quasi Ansprechpartner da haben, mit denen wir immer zusammenarbeiten. Der eine ist, glaube ich, fast Jamaika oder so, ne? Und das war eine lange Reise, bis wir in Jamaika gelandet sind und da jemanden gefunden haben, der da die englischen Transkriptionen gemacht hat. Der war vorher auch in Afrika und dann in Kanada und so. Wie gesagt, letzten Endes Jamaika ist da richtig gut. Dann haben wir eine VA in Ungarn sitzen, die wiederum, ich glaube, Niederländerin ist eigentlich, aber auch perfekt Deutsch spricht. Die hilft uns dann bei den deutschen Transkripten. Ja, cool. Ja, prima. Ja, also auch schon so doch immer wieder kleine Vergaben nach außen, was ja dann eben auch wieder remote irgendwie eine Herausforderung ist und gemanagt werden muss. Ne? Genau. Ja. Lass uns mal, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten, aber das ist völlig okay. Ich würde aber gerne noch mal so einen Blick in die Zukunft werfen. Wie geht's bei euch weiter? Was ist als nächstes so geplant? Was habt ihr da in der Pipeline? Also sehr naheliegend ist auf jeden Fall, wobei das wird wahrscheinlich schon stattgefunden haben, wenn das Interview ausgestrahlt wird, ein Auftritt auf dem Travel Festival von der Laura Bischke in Witten. Da werden wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und ein bisschen was aus unserem Erfahrungsschatz berichten.
Und dann, ja, wie gesagt, hatten wir es auch schon angemerkt, wir schreiben uns gerade verstärkt auf die Fahnen, weil wir glauben, dass da der größte Hebel letzten Endes ist, auf die Unternehmen zuzugehen und denen einfach mal das Konzept des Remote-Arbeitens schmackhaft zu machen und denen da den Horizont zu öffnen. Weil es gibt halt schon viele Unternehmen, die bieten Homeoffice an mit mehr oder weniger großen Hürden. Aber das wäre nochmal ein ganz anderes Thema, wenn die sagen, hey, wir sind jetzt ein Unternehmen, das in Bamberg sitzt, aber wir holen uns den Online-Marketer, der in Berlin wohnt und er kann von Berlin aus arbeiten und das funktioniert trotzdem alles. Ja, und das ist tatsächlich das Thema, was wir forcieren wollen, weil wir auch durch unsere Interviews, durch unsere Arbeit, auch in dem Blog, auch das Feedback, was wir da bekommen, einfach hören, dass sehr viele Leute gibt, die da remote arbeiten möchten, ne? Also trotzdem aber auch in der Festanstellung bleiben wollen, aber einfach Möglichkeiten bekommen. Ne? Ja, das ist, es gibt momentan sogar da mehrere Sachen, die ich schon gesehen habe, die Richtung Festanstellung geben. Ich weiß von einer VA, die sich darauf spezialisiert hat, VAs in Festanstellungen zu vermitteln. Ne? So. Weißt du den Namen von der VA? Nee, weiß ich auswendig jetzt leider nicht. Muss ich echt noch mal gucken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sogar in dieser Gruppe drin bin, weil ich ja letztes Jahr auch so angefangen habe als VA, so ganz klassisch. Und das müsste ich nachher noch mal gucken. Können wir nach dem Interview noch mal zusammen reingucken, ob ich die finde, zufällig. Ja, sehr gerne. Ja, ihr beiden, ich glaube, wir haben das Allermeiste angesprochen. Wir könnten natürlich noch stundenlang weiter quasseln sozusagen, beziehungsweise auch intensiv über die einzelnen Sachen berichten und sprechen. Aber ich möchte euch gerne jetzt noch gegen Ende das die Chance geben, eure Sachen nochmal zu benennen, wo ihr zu finden seid, damit die Hörer das dann auch alles finden können. Wir packen das natürlich auch alles in die Shownotes dann mit rein. Sehr, sehr gerne. Genau, dann mache ich mich mal daran. Also, genau, wir haben die Buchreihe Go Remote geschrieben. Die richtet sich, lieber Hörer, an dich, wenn du auf der Suche bist nach einem Beruf, den du ortsunabhängig ausführen kannst oder wenn du in einem Beruf arbeitest und dir schon seit längerem Gedanken machst, wie du das Ganze ortsunabhängig auf die Beine stellen kannst, entweder in Selbstständigkeit oder in Festanstellung. Dann solltest du auf jeden Fall einen Blick mal in Go Remote werfen, weil da listen wir mehrere Möglichkeiten oder Ideen, wie man das Ganze monetarisieren kann und geben auch ein handliches Starter-Toolkit an die Hand und Kursen. Genau, ansonsten, die Bücher sind zu finden auf unserem Blog new-work-life.com. Und hier schreiben wir eigentlich ja so ziemlich über alle Themen, was die Arbeitswelt 4.0 anbelangt, mit Schwerpunkt auf Remote-Arbeit und haben jetzt auch eine ganz interessante Interviewreihe mit Remote-Firmen aufgesetzt, wo eben Remote-Firmen ein bisschen erzählen, wie ihr Unternehmen aufgebaut ist, was du als Mitarbeiter mitbringen musst, wenn du für so ein Unternehmen arbeiten möchtest. Und da ist auch eine Seite zu unseren Büchern, sowie die Bücher sind auch auf Amazon.de zu finden. Wir freuen uns natürlich auch immer darüber, wenn Menschen uns kontaktieren und gerne auch, wenn sie Fragen haben. Das ist jetzt auch des Öfteren schon vorgekommen. Das ist für uns immer ein schönes Feedback, wenn man merkt, okay, da kann jemand drauf, da passiert was mit unseren Büchern, mit unserer Arbeit sozusagen. Und da versuchen wir dann auch, wenn speziellere Fragen sind, gerne immer weiterzuhelfen. Und da kann man uns entweder über den Blog kontaktieren oder über Facebook oder Instagram. Da sind wir natürlich auch überall auffindbar. Alles unter New Work Life, nehme ich an, ne? Genau. Richtig. Ja, prima. Also wir verlinken das auf jeden Fall in die Shownotes alles und dann könnt ihr das alles finden. Genau, Perfekt. Prima. Danke. Ja, Bea und Jan, mir bleibt nur ein riesengroßes Dankeschön an euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Zeit und eure Expertise, dass ihr über eure Bücher berichtet habt und was ihr da für Erfahrungen sammeln konntet und aber auch über eure eigenen, da ihr ja auch wirklich ganz klassisch unterwegs seid, remote und online. Also vielen, vielen Dank für eure Expertise da auch.
Ja, sehr gerne. Wir haben uns auch riesig gefreut. Es war ein sehr, sehr angenehmes, wollte ich sagen, nicht amüsantes. Ja, das auch. Aber auch ein amüsantes Interview. Nein, immer wieder schön, mit dir zu sprechen. Genau. Danke, André, dass wir da sein durften. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank euch beiden. Alles Gute für die Zukunft und wir hören bestimmt voneinander. Ja, dir auch. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss. Bis dann. Und euch, liebe Hörer, sage ich natürlich auch wieder Dankeschön fürs Einschalten beim Churlin Podcast, dem Podcast für Freelancing und remote Arbeit in der Praxis. Und wir freuen uns natürlich riesig, wenn ihr zu iTunes springt und uns ein Abo dalasst. Mensch, welcher Satz hier am Ende. Und bis zur nächsten Folge sage ich wie immer Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über dein Abo bei iTunes.